Freunde der Kanaren. Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich heiße Günni und wünsche euch nun gute, informative Unterhaltung. Bewohner von Los Lajones in Puerto Naos können in ihre Häuser zurückkehren. Der Beratungsausschuss des Inselnotfallplans von La Palma, PINPAL, hat sich darauf geeinigt, die Rückkehr der Bewohner des Los Lajones-Gebietes in Puerto Naos in ihre Häuser zu genehmigen, da ein geringes Vorkommen der Ursprungsgase festgestellt wurde. Der Präsident des Cabildo de La Palma, Mariano Hernández Zapata, hat erklärt, dass grundsätzlich 7 Familien in ihre Häuser zurückkehren werden. Das Cabildo hat rund 47 Familien kontaktiert, von denen 13 Interesse an einer Rückkehr in die Gegend von Los Lajones gezeigt haben. Von diesen erfüllen die 7 genannten Familien die Voraussetzung, dass sie dort ihren gewöhnlichen Wohnsitz haben. Zapata erklärte detailliert, dass in diesen Häusern Gaszähler installiert werden, die von National Geographic Institute, IGN und dem Vulkanologischen Institut der Kanarischen Inseln in Vulkan bereitgestellt werden. Zusätzlich zu einer mobilen Anwendung, die von der Inselgesellschaft entwickelt wurde. Im Zentrum von Los Lajones wird außerdem ein Beschallungsdienst installiert, um die Bewohner Minute für Minute über den Gesundheitszustand der Luft zu informieren. Die Idee dahinter ist, dass weitere Bereiche in La Bombilla und Puerto Naos eröffnet werden können, wenn sich herausstellt, dass das System effektiv funktioniert. Zapata gab an, dass die Emission von Gasen sehr variabel sei und keinem Muster folgt, da im Wechsel der Jahreszeiten ein deutlicher Rückgang zu beobachten sei, zu Beginn des Frühlings jedoch ein Anstieg festgestellt wurde. Hallo, wenn ihr keine Infos verpassen wollt, lasst ein Abo da und schaut mal, hier sind aktuelle Videos, klickt da auch gerne mal rein. Vielen Dank.